Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Metin 2. Ja, ich habe gesagt, ich mache ein zweites MMORPG neben Champions of Regnum. Und hier ist es auch ein relativ altes Game. Ich mag einfach alte Games, die haben noch nicht so einen neuen Quatsch dabei. Und ja, ich habe jetzt die neue Rasse gemacht, die habe ich noch nie angespielt. Und schauen wir mal, was wir machen müssen. Wir müssen wahrscheinlich in diese Richtung, zu diesem funkelnden Symbol. Ein neues Leben. Du wachst auf und fühlst dich eigenartig pelzig. Was ist geschehen? Was bist du? Such nach einem Myong Horang, dem Weisen, er wird es dir erklären. Okay. Also zuerst mal möchte ich anmerken, eben das Game ist uralt, die Grafik hat nicht mehr so hübsch, aber der Spielspaß, der ist noch da. Okay, man steuert eher so mit der Maus. Es ist immer noch, also vor allem für mich, immer noch sehr, ja, motivierend und mal schauen, ich freue mich mal. Willkommen, Lykaner. Ah, du bist erwacht. Gut, wie fühlst du dich? Noch etwas wackelig auf den Beinen? Das wird schnell vergehen. Du fragst dich, was passiert ist. Ein infizierter Wolf hat dich gebissen und du hast dich verwandelt, mein Freund. Oh ja, es ist unheilbar. Aber nein, es ist keine Krankheit. Wer du vorher warst, spielt keine Rolle mehr. Von nun an bist du einer von uns, ein Lykaner. Schon bald wirst du spüren, wie du pure Kraft des Wolfes durch deine Atem pulsiert. Dein Verstand und deine Sinne werden schärfer als je zuvor. Okay. Der Wächter der Kolonie hat berichtet, dass sich die Wildtiere in letzter Zeit eigenartig benehmen. Geh zu ihm und finde mehr heraus. Okay. Aha, schon ein Goldseller unterwegs. Ja, hier ist die Steuerung. Okay. Dann. Der Wächter der Kolonie. Ja, das habe ich schon gelesen. Jetzt schauen wir mal hier auf dem Charakter. Man merkt, es ist eine Dex-Klasse. Es hat viel Dex und viel Vitalität. Die Fertigkeiten sind zuerst mal zerreißen. Einen mächtigen Hieb. Dann Atem des Wolfes. Einen tödlichen Windstoß. Wolfssprung attackiert deinen Gegner durch einen Sprungangriff. Wolfsklaue. Zerfetze die Rüstung deines Gegners. Frontaler Angriff. Verteidigung des Gegners wird verringert. Bewegungsgeschwindigkeit des Gegners wird verringert. Dann eine Purpur-Wolfsseele. Du wirst von der Seele des Purpur-Wolfs besessen. Erhöhte Angriffskraft, Verteidigung verringert. Rüstung des Gegners wird ignoriert. Oh cool. Und Indigo-Wolfsseele. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und Ausweichen deiner ganzen Gruppe. Oh, das ist ein Gruppenbuff. Das gibt es auch nicht häufig bei Metin. NA wahrscheinlich noch nicht draußen. Okay. Gut, dann haben wir Inventar. Da haben wir ein Buch. Lehrlingstruhe 1. Deine Begrüßungsgeschenke enthält eine Grundausstattung für den optimalen Start ins Abenteuer. Aha. Stahlfackel. Rüste mir mal aus. Die Heiltränke kommen in den zweiten Slot. Und da noch grüner Trank. Okay. Und ein violetter Trank. So, dann haben wir hier ab Level 10 dann das zweite. Ah, wir haben also zwei. Gut. Bisschen langsam, habe ich so das Gefühl. Ich muss mich zuerst wieder gewöhnen. Ich habe jetzt sicher schon 2 Jahre nicht mehr gespielt. So, Raserei der Tiere. Oh, ein neuer Ankömmling. Willkommen. Gut, dass du da bist. Denn ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Mit Wildtieren verbindet uns eigentlich tiefe Freundschaft. Doch in letzter Zeit gerät alles aus den Fugen. Sie greifen uns an, wollen uns töten. Bitte findet heraus, was die Ursache für unser Verhalten sein kann. Okay. Geh auf die Jagd und finde heraus, was die Ursache für das feindliche Verhalten der Wildtiere ist. Okay, scheinbar müssen wir Wildhunde angreifen. Gehen wir mal hier hin. So,
So, jetzt sehen wir das Kampfsystem. Das war eigentlich noch eine Revolution, weil es sehr offen ist. Es gibt zum Beispiel Champions of Regnum nicht. Aber Champions of Regnum hat dafür RVR und andere gute Sachen. So, ich bin ein bisschen verschnupft. Keine Ahnung, wieso jetzt ich plötzlich verschnupft bin. Vielleicht habe ich eine Metin 2 Allergie. Nein, nein. So, dann haben wir. Geh zum Wächter der Kolonie und sprich mit ihm. Okay, die Grafik ist halt ein bisschen schlechter als bei Regnum. Aber echte Leute, die es kannten und so, denen schreckt das nicht weg. Ich finde es jetzt nicht, gar nicht mal so schlimm, dass die Grafik so schlecht ist. Einen solchen Stein habe ich in dieser Gegend noch nie gesehen. Dunkelheit geht von ihm aus. Finde weitere Steinproben, damit wir es hier forschen können. Okay, jetzt haben wir nochmals ein bisschen überkommen. Ja, toll. Das ist voll. Ja, okay, so. Was haben wir denn hier? Drachenstein, Alchemie. Ist das neu? Okay. Itemshop-Lager. Ich habe kein Itemshop-Lager. Okay, müssen sowieso Passwort dann noch anmachen. Sammle unbekanntes Gestein und bringe es zum Wächter der Kolonie. Anzahl der Gesteinsproben 3. Und wo? Auch von den Hunden. Okay. Status erhöhen. So, was sollte ich erhöhen? Dexterity, oder? Am Anfang ein bisschen Dexterity, später danach Vitalität. So, pullen wir mal ein bisschen. Und totschlagen. Oh, ich bekomme recht viel Schaden. Ich sollte es vielleicht nicht oft machen. So. Jetzt haben wir schon 3 Proben. Ah, wir haben wahrscheinlich noch mehr. Also wir sollten nur 3 töten wahrscheinlich. Wir haben 6 getötet. Wir sind die Besten. Hahaha. Wir haben schon 6 getötet. 9 haben wir schon getötet. Kann man den Chat nicht ausmachen? Weg damit. Ich mag keine Goldzähler und so. Unbekanntes Gestein. Gut, die Gesteinsproben sollten reichen. Yong Horang, der Weiße, wird sie analysieren. Geht zu ihm, um mehr zu erfahren. Okay. Und wieder ein Level up. Du hast erfolgreich. Kehr zum Yong Horang zurück. Status erhöhen. Ihr seht, wir sind immer noch Level 1. Wir müssen diese 4 Kugeln zuerst füllen, bevor wir ein Level up bekommen. Das sind jetzt nur die Status Level Ups. So, machen wir hier mal auf 8, damit wir ein bisschen stärker sind. Quelle des Übels. Du hast also das mysteriöse Gestein entdeckt. Ich wusste doch, dass du das Richtige für diesen Auftrag bist. Obwohl die Splitter nur klein sind, strahlen sie eine gewaltige böse Aura aus. Es wäre schon ein großer Zufall, wenn sie nicht mit dem seltsamen Ereignis in unserer Gegend zu tun hätten. Würdest du weitere Nachforschungen anstellen? Geh dafür zum Portalwächter, er hat einen Auftrag für dich. Gut. Geh zum Portalwächter und der Portalwächter ist dort oben rechts. Okay, dann gehen wir am besten eigentlich unten durch. 21 Yang. Das ist so richtig chinesisch, oder ist Yang nicht japanisch? Ich weiß jetzt gar nicht, aber das Spiel ist chinesisch. Nein, es ist glaube ich chinesisch. Die Japaner haben irgendwas, eine andere Währung, weiß jetzt nicht mehr genau welche, wie sie heißt. So. Ich will noch ein paar töten. Gib mir ein Level up, gib mir ein Level up. Bisschen kurze Reichweite, ich muss dann schauen, ob ich den Charakter hier. Aber ich denke schon, also. So schlimm ist es ja nicht. Vielleicht haben die Attacken dann größere Reichweite. Weil man später sowieso fast nur noch angreift mit Attacken. Müsste das egal sein. Aber wieso hat es so hochlevelige Tiere hier? Und wieso so viele? Ich glaube, die Fauna ist ein bisschen unkontrolliert. Hier bei dem
bei der Bären Population. Kostüme. Aha. Ja, das heißt wahrscheinlich wieder viel Geld ausgeben. Nein, ich werde wahrscheinlich sehr wenig Geld ausgeben. Je nachdem, wie gut ich das Spiel noch finde. Weil meine Ansprüche schon ein bisschen nach oben gegangen sind. Aber hey. Mal schauen. Bald habe ich ja genug Geld, wenn ich da noch Zugriff auf mein Konto habe. Jo. So, der Portalwächter. Ansprechen. Spuren des Bösen. Die Bären sind vollkommen außer Kontrolle. Geh auf Jagd und finde heraus, was sie tollwürdig werden ließ. Wir sollten jetzt Bären töten. Schaffen wir die überhaupt? Level 4, okay. Wir greifen sie mal an. Den großen, starken zuerst. Ach komm, auf der 1 ist der Heiter. So. Leider recht langweilig gerade gemacht am Startgebiet der Wölfe. Deine Mission war erfolgreich, kehr zum Portalwächter zurück. Aber das wird später dann wieder spannender. Gut gemacht, hier ist eine wohlverdiente Belohnung. 10 rote Trank und 50 Erfahrungspunkte. Eine Patrouille hat beobachtet, wie eine Art Meteorit vom Himmel herabfiel und suche nach einer Einsturzstelle. Ich werde dabei Myung Horong Bericht erstatten. Bitte zerstöre folgende Anzahl. 1 bringe aus dem Bruchstück, damit wir eine Analyse durchführen können. Ja. Die Einsturzstelle des Meteoriten. Das ist wahrscheinlich ein Metin. Okay. Ja, dann suchen wir mal die Einsturzstelle des Meteoriten. Wo könnte auf der Karte er sein? Der kann eigentlich überall sein. Wir werden hier mal noch ein paar Bären töten, weil wir das Level gerne noch haben möchten. So. Ja, Level up. Und jetzt auf Vitalität. So. Dann suchen wir mal den Stein. Der könnte ein bisschen weiter weg sein, versteckt. Oh, hier ist ein weißer Tiger. Von dem gab es immer einen großen, der recht stark war. Den man wahrscheinlich in einer Party besiegen muss. In diesem Projekt dürft ihr gerne auch mitmachen. Ah, hier ist der Stein. Metin des Mondes. In diesem Projekt dürft ihr auch mitmachen. Meldet euch bei mir. Ich bin auf Hybris, dem neuesten Server Channel 6, immer Channel 6. Und schreibt mich an, wenn ihr mitmachen wollt. Ihr könnt auch nur telefonieren mit mir oder auch nicht telefonieren. Und ja, wir könnten viele Sachen machen, wir könnten Clan gründen, wir könnten PvP machen und ich bin gestorben, weil ich die eine Taste nicht gedrückt habe. Na ja. Hier neu starten. Ja toll, jetzt muss ich noch einen trinken. Ja, ich schaff's nicht, das sind Keile. Oh. Was ist denn das für ein Quest? Das Balance ist es leider auch nicht in diesem Gebiet. In den anderen Gebieten von den Menschen und Zuras geht es eigentlich relativ gut. Aber hier ist. Das hat so wahrscheinlich so ein Entwickler-Team-Umstellung gegeben. Und dann haben die das gemeint, ja, sie können das genauso gut, haben eine neue Klasse gemacht. Und jetzt, seht ja, wie es ausgekommen ist. So ein großer Heiltrank, wenn man schon einen bekommt. Die sind einfach zu stark und zu viel. Ja, jetzt kommen noch mehr. Ich schaffe den mit dem Stein nicht. Nein, ich schaffe ihn nicht. Da müssen wir uns zuerst mal ein bisschen
hochleveln. Warte 4 Sekunden. Okay, ah, Mann, ich stecke fest. Ich stecke fest. Ich kann nichts machen. Schnell in der Stadt neu starten. Schon fast ein bisschen peinlich, aber nun gut, ich will ja jetzt nicht herumheulen in einem Let's Play. Sonst würde ich natürlich herumheulen, aber ja, ich weiß, es zeigt es mir nicht immer an, danke. Wir müssen irgendwie heilen. Gibt es ein Ding? Emotion heilen oder so? Ich weiß es nicht. Wie kann man heilen? Da unten irgendwo. Angeln, Führung, Bergbau. Verwandlung. Verwandle dich in Monster. Alles gibt es. Das ist das Schriftrollen, glaube ich, und Steine, wo man sich verwandeln kann. Ja, wie ihr seht, ist Metin 2 für mich viel zu laut. Ich kann es sogar noch ein bisschen leiser machen. So. Alles andere ist okay. Tja. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich angepasst an mega schlechte Lautsprecher, aber nicht für Headsets, und das Headset explodiert ja fast schon. Es sprengt sich in die Luft wegen der Lautstärke. Das explodiert mal mit einem großen Krach. Haben wir keinen Item-Shop, also wo man Waffen kaufen kann? Muss ich da mal schauen, weil unsere Waffe ist, denke ich mal, eine schwache. Als erste Waffe. So. Gut. Bisschen Young noch mitnehmen. Schauen wir mal. Ja, wir töten den noch. Das Rudel hier. Irgendwie Kampfeffekte sind aus, habe ich das Gefühl. Oder haben die gar keinen Sound? So, jetzt vielleicht. Kann ich gleich mal bei denen testen. Nö, die sind aus. Okay. Haben andere einen... Hä, ich verstehe nicht. Ist das verbuggt, oder? Jetzt höre ich's. Okay, ich höre es ein bisschen. Jetzt höre ich es auch ein bisschen besser, okay. Vielleicht war es einfach leise, weil ich es falsch heruntergedreht habe. Aber komisch, dass die Musik so laut ist und der Sound so leise. Na Gual, du bist sicher der Händler, komm. Nicht? Du redest nicht mit mir. Auch gut. Ja, dann haben wir nicht die Chance, eine Waffe zu sammeln. Zu kaufen, müssen es sammeln. Naja. Gut, von mir aus. So, eben zum Metin zurück. Oder wir töten mal ein paar Keiler, die geben mehr XP. Ja, jetzt hört man auch ein bisschen etwas. Ach, Spiel, wieso bist du so schlecht zum Einstellen? Auch lange hat es gepatcht. Finde ich jetzt nicht so toll, wenn man einen veralteten Client runterladen muss bei Gameforge Launcher und dann eben noch ganz lange patchen muss, alles mögliche. Ist nicht so toll. Aber hey, ihr wisst ja, wie der Support bei den Online-Rollenspielen ist. Sie machen nichts für die Spiele, noch für ihr eigenes armes Geld, das sie nicht verdienen können, diese armen Leute. Und ja, sind wir müde. Ah, jetzt. Wir sind lebensmüde, wir wollen weg von Metin. Wir sind schon Wölfchen geworden. Oh.
Diese Wölfchen, die sind lecker, diese Wölfchen sind da so lecker, oh ja, 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 ja. Die sind so lecker, lecker, lecker. Okay, aber freut mich, dass Metin 2 noch so eine große Fanbasis hat, das sieht man nicht alle oft. Also viele Games sind schon bankrott, also abgeschaltet worden. Ich weiß nicht, ob es Rebels oder Fleef noch gibt. Weil ja Gamigo, nein, der Chipotato ist das, bankrott ging. Mal nachschauen dann mal. Also Fleef wäre auch wieder ein Spiel, wo ich gerne Let's Playen würde. Ich habe, glaube ich, mal angefangen, aber da es nicht so bekannt war, haben es nicht so viele geschaut. So, jetzt haben wir 8 Vitalität. Jetzt probieren wir den Mettenstein nochmals, aber wir schaffen ihn, denke ich mal, nicht. Ein Schwarzbär hier ist sogar... Was ist denn los? Wir haben doch... Ich weiß es nicht. Okay, töten wir noch ein paar Bären. Ich weiß nicht, wann wir den Mettenstein besiegen können. Defensive sind wir ja, aber noch nicht ganz so... defensiv. Vielleicht müssen wir jetzt mehr auf Vitalität machen. Weil genug stark sind wir eigentlich schon recht. So. Gut. Hier oben war... Da müssen wir mal schauen, was ist das da? Ein Extra-Slot. Da sind vielleicht die Items vom Item-Shop dann drin. Eigentlich ist das hier dann drin. Ja, weiß es doch nicht. Oh, schaut euch das mal an. Das ist ja schrecklich. Wie können wir die besiegen, ohne dass sie angelockt werden? So, komm mal. Ist das nur eine? Okay. Ja, kommt, Schätzchen. Kommt, ich möchte euch besiegen, ja. So, die nächsten kommen schon. Schön. Freut mich. Ich mag's nicht, wenn die so passiv sind. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Herausforderung, aber für schwächere Gegner. Kommt, sterbt. Jetzt kommen plötzlich wieder alle, wenn alle aggressiv. So, jetzt greifen wir den Stein an. Vielleicht müssen wir öfters heilen, damit wir eine große Truppe haben, voll Leben haben. Ja, jetzt kommt keiner mehr. Spawnen keine Monster mehr, okay. Gut. Dann schaffen wir den Stein hoffentlich auch. Nein, es kommen wieder gut. Gut, 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 gut. Ja, keine Chance. Aber wir haben ihn... Lol. Wir haben die Quest geschafft. Du warst erfolgreich, ja, ja. Wir müssen es nicht zweimal hören. Es ist nett, dass ihr es zweimal sagen wollt. Aber sonst auch nicht. Gut, dann mehr auf Vitalität. So. Was? Eine Gruppe von Werwölf. Eine Gruppe von Werwölf versucht, den blauen Drachen zu töten. Aha. Ha. Frag mich, wie man das mit dem Pferd dann schafft. Alleine schafft man das nicht. Okay. Die Pferdematerialien zu finden ist schon eine riesen Herausforderung, was ich da im Let's Play
weiß jetzt nicht, ob das Ding Let's Play war oder ob ich das einfach mit Kollegen gespielt habe. Vor allem war das eine extreme Herausforderung und ich hoffe, es geht besser heutzutage. Weil es ist schon ein Game, wo man einfach zu dritt, viert oder fünft spielen sollte. Und später auch zu 20, zu 500 und zu 100 Millionensten zusammen. Ja, hoffentlich sind die Spiele auch nicht mehr so asozial, also wenn man fragt, ich hätte gerne Hilfe oder so, dass sie es auch annehmen. Und dann nicht irgendwelche Fertigkeitsbücher verlangen dafür. Wenn dann einen Heiltrank. Der Mettinstern, gut gemacht, hier ist eine wohlverdiente Belohnung. Dankeschön. Die Kunde deiner Taten-ID voraus. Ja, jetzt plötzlich. Die bösartige Energie, die uns Luft, die unsere Luft vergiftet, ist bereits schwächer geworden. Ich habe die Steinsplitter, die du gesammelt hast, analysiert. Sie sind eindeutig die Quelle der dunklen Energie. Bei den Meteoriten muss es sich um mysteriöse Mettinsteine handeln, die auch schon die Welt der Menschen ins Chaos gestürzt haben. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen. Zerstört dabei folgende Anzahl an Mettinsteinen. Ja, ja. Unbedingt noch einen töten, wieso nicht? Okay, das Tutorial von Wölfen ist eine Katastrophe, aber kommt schon. Nicht so böse. Immer diese Negative wie der Drago Basso, das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur böse. Bla 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 bla. Die Kellerkeller. Aha. Keller, gidi, keller, gidi, keller, gidi, keller, gidi. So, wir gehen weiter. Wir suchen noch einen Stein und vernichten ihn. Sterben halt zu 20.000. Mal, aber wir vernichten ihn. Weil wir hier raus wollen, hier ist es so öde. Da ist noch einer. Ah, einer mal mit mehr Auslauf. So. Ich hoffe, dass es wenigstens noch eine zweite Waffenart für diese Klasse gibt. Ja, ich kann nicht mehr heilen. Nein, ich kann nicht mehr heilen. Es ist fast unmöglich. Stufe 5. Wieso sollte ich eine Stufe 5 Metten angreifen wollen mit Level 2 oder 3? Steht nicht mal, was wir für ein Level sind. 2 eben. Hilfe. Hey, die Killer, Mini-Hundchen. Ah, Nahzu-Anzug. Aber das ist nicht für uns, oder? Ninja. Voll der Fail. So. Weiter kloppen, weiter kloppen, weiter kloppen. Wir bekloppen diesen Metin. Da, 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 da. Ja, nein, nein. Den Stein vernichten, den Stein vernichten. Den Stein vernichten. Mann. Mann, diese Verschwendung von Heilzänken ist extrem. Gib mir den roten Trank. Ah, nicht sterben. Ja, ich bin hier zerquetscht. Hallo. Ich bin eingequetscht, eingeketzt, eingenommen. Komm, schaffen wir noch. Ja, wir haben es geschafft. Lol, die sind alle gestorben. Okay. Yeah, wir haben es geschafft, Leute. Liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Zum 20. Mal gestorben, aber wir leben noch. Das ist der Anfang vom Ende. Nein, das der Anfang vom Projekt. Das vielleicht auch lange geht. Oder wenn es nicht beliebt ist, halt nicht so lange. Aber, ja.
Ihr wisst es, meine Projekte sind interaktiv. Ihr dürft natürlich immer wählen, wenn ihr es jetzt nicht so gut findet. Oder auch mich fragen, Sachen. Und jo. Wuzi Kriegskunst. Oh, ist zu schwer zu verstehen. Okay. So, Dele. Gehen wir ein bisschen baden. Ja, können wir nicht mal. Oh. So, die Musik geht mir auch langsam auf den Geist. Aber hey, bis ich mich wieder gewöhnt habe, geht halt einige Zeit. Ich bin gerne ein bisschen Kritiker. So. Mettinstein, du bist zurück, gut gemacht. Hier hast du deine wohlverdiente Belohnung. 100 Erfahrungspunkte, ja, Marsch. Hab dafür ein Level up. Sunjmashi, ich habe meinem Freund Uriel, einen Gelehrten der Menschen, einen Brief über die Ereignisse hier berichtet. Der Uriel gibt es übrigens dreimal. In jedem Bereich gibt es einen Uriel. Seine Antwort aufschlussreich. Die Quelle des Bösen nennt sich Sunjmashi. Er ist der Gott aller Dämonen, hat die Mettinsteine geschickt, um den Kontinent ins Chaos zu stürzen und alles Leben zu vernichten. Wir müssen uns den Kampf der Menschen gegen die Drohnen der Finsternis anschließen oder mit ihm zugrunde gehen. Aha. Ja, der hat nochmals einen Auftrag. Rettet die Menschen. Bis zum heutigen Tag hat sich unsere Spezies aus den Konflikten der Welt herausgehalten. Doch wenn wir diesmal tatenlos zusehen, beschließen wir unseren eigenen Untergang. Geh in das Reich der Menschen und finde meinen Freund Uriel. Er kann dir dort weiterhelfen. Sprich mit dem Portalwächter, er wird dir den Weg weisen. Viel Erfolg und Glück. Ja, geh zum Portalwächter. Ja, der ist wieder am anderen Ende der Karte. Sehr toll. Nun gut, dann beenden wir her. Und ich werde in der nächsten Aufnahme dann da vorne aufnehmen. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüssi.